Joachim Löw, das Jahr hat begonnen, Bundesliga hat begonnen, demnächst beginnt auch der internationale Wettbewerb. Wie sehen denn die Vorbereitungen von Ihnen für Russland aus? Alles läuft im Moment bei uns nach Plan. Letzte Woche waren wir mit dem Trainerteam mal 3 Tage in Klausur, haben mal ein bisschen alle möglichen Fragen erörtert, diskutiert und die ersten Vorbereitungen getroffen. Im Moment sind wir natürlich viel in der Bundesliga unterwegs, unsere Trainer, ich. Und jetzt beginnt ja dann auch die heiße Phase mit den K.O.-Spielen in der Champions League. Das wird natürlich von uns mit besonderem Interesse verfolgt. Und ansonsten steht natürlich jetzt auch immer mehr Kontakt zu Spielern im Vordergrund. Und ja, so langsam spürt man, dass die WM irgendwie demnächst beginnt. Hat man so ein bisschen Angst, wenn man das Beispiel von dem Leroy Sané sieht, vor Verletzungen der Spieler so kurz vor der Weltmeisterschaft? Das sind ja eigentlich nur noch 4 Monate oder 5 Monate. Ja, man verfolgt das natürlich dann schon auch sehr intensiv. Man erschreckt natürlich auch manchmal ein bisschen. Man, die Verletzung von Leroy, die habe ich gesehen im Fernsehen. Am nächsten Tag kam dann in Anführungszeichen so ein bisschen eine Entwarnung. Er hatte ja nur ein Band gerissen und von daher 4 bis 6 Wochen Pause. Das ist jetzt mal überschaubar. Das kann er natürlich wieder schaffen bis zur WM. Klar. Jede Verletzung, die jetzt passiert, die halt so ein bisschen über das Normale hinausgeht, wird natürlich schon auch schwierig. Wir haben ja im Moment jetzt nicht allzu große Probleme, aber man weiß natürlich aus der Erfahrung, dass jederzeit was passieren kann. So war es ja bei den anderen Turnieren auch der Fall. Wie wichtig sind jetzt die beiden Freundschaftsspiele gegen so starke Gegner wie Spanien und Brasilien? Die Pause war jetzt von der Nationalmannschaft ein bisschen länger. Und meine, das sind die letzten beiden Tests vor der Nominierung und vor der Vorbereitung. Also von daher ist es schon wichtig. Meine, Spanien, Brasilien gehören zu den Mitfavoriten beim Turnier. Wir haben ja bewusst irgendwie die auch Mannschaften gewählt, die uns irgendwie alles abverlangen, so dass man ungefähr mal auch jetzt nach längerer Zeit wieder weiß, wo steht man denn. Ist für einzelne Spieler sicherlich auch eine Chance, sich nochmal ein bisschen zu zeigen. Also von daher eigentlich freuen wir uns drauf und ja, war jetzt lang genug Pause.